Einen wundervollen guten Morgen, ihr digitalen Tomatennomaden. Sauber! Obwohl ich heute einfach mal nur 3,5 Stunden geschlafen habe und es kalt ist und ich meine Jacke dabei habe Mitte Juli, bin ich trotzdem außerordentlich gut gelaunt, Videos geschnitten. Leute, wir können in den Tag fett reinstarten. Geil. Aber erstmal müssen wir noch einen anderen Punkt von der To-Do-Liste tackeln, und zwar die komplett ramponierte Sony RX 100 einmal in die Reparatur bringen. Mann, heute. Das bin ich. Ich möchte gerne meine Kamera in die Reparatur geben. Das Gehäuse müssten auf jeden Fall wechseln. Da ist die Frage, ob drin vielleicht noch irgendwas passiert ist. Als Ende müssten wir das Objektiv mit wechseln, das Display mit wechseln, aber hat nicht sehr viel übrig. Gut, vielen Dank. Schönen Tag, ciao. Ja, der Mitarbeiter war nicht sonderlich optimistisch, dass das wieder repariert wird, weil irgendwie das alles verzogen ist und gesplittert und so weiter. Aber eigentlich ist das ja ziemlich genau das, was ich will. Um dann die Kohle wieder in eine neue Kamera zu reinvestieren. Von daher gucken wir mal, was bei rumkommt. 2-3 Wochen dauert's. Und jetzt erstmal wieder back to the good old G7X. Jetzt Härtetest für den. Wir fahren jetzt nach Hamburg. Wir hören sich wahrscheinlich gar nicht aus. Yes, ich habe nämlich noch gar nicht erklärt, was eigentlich der Plan für heute ist und warum ich hier den ganzen Vormittag schon so einen Stress mache. Wir fahren jetzt nämlich los, um 11 ist jetzt, und spontaner Tagestrip nach Hamburg rüber. Heute Abend ist nämlich dort das zweite Awesome People Meetup, und ein paar Leute wissen, glaube ich, dass wir kommen, aber ich glaube, die meisten wissen es nicht. Wir am ersten Mal. Große Überraschung, voll cool. Mensch, da wären wir. Das ging aber richtig schnell, als ob wir gar nicht gefahren sind. Ich habe 2 Stunden geschlafen und habe davon geträumt, wie Gary Vee mir sein Hörbuch vorliest. Das war sehr, 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 sehr witzig. Und Patrick musste ganz alleine fahren. Oh. Aber hast du so gut gemacht. Dankeschön. Und jetzt sind wir hier in der fetten Sonne. Yeah. Setting zu beendet. Ah, guck mal die an. Hallo. Hallo. Hey, Mann. Hi. Kaum ist der Sascha da, gibt's wieder Chaos hier. Was ist hier los? Meine Fresse. Wir sind jetzt hier im Hackenpappen. Hier war ich letztes Jahr schon einmal. Sehr, sehr, sehr schön. Das ist einer der wenigen veganen Hotspots hier in Hamburg. Jetzt haben wir erstmal hier den fetten Auflauf. Vielen Dank. Guten Appetit. Hier geht's auf Näppchen, ja? Ja, genau. Nachtisch, fetter Blaubeck. Guck mal, der ist richtig saftig. Wir machen so eine richtig professionelle Folge. Das machen wir optimalerweise hier so. Ah, sieht aber schön aus, oder? Fürs Familie. Sollen wir auch so machen? Wollen wir alle so? Zack, Leute, Content Part für heute mit Timo und mit Sascha. Schön, dass ihr mitmacht. Wer die beiden noch nicht kennt, Leute, Digitale Nomaden Podcast in 2 Sätzen, was macht ihr da so? Wir interviewen digitale Nomaden oder Menschen, die es werden wollen. Oder Experten, so wie dich zum Beispiel. Yeah. Aber du bist ja auch digital. Von daher. Ich hatte nämlich die Ehre, gleich bei der zweiten Folge dabei zweite zu sein. Folge. Genau. Link ist unterhalb, unbedingt mal vorbeigucken. Und genau, die beiden Jungs machen jetzt seit, was haben wir festgestellt, Ende April ist der Podcast gestartet. 28. Oder? April war der erste Tag, ja. Es sind jetzt 2,5 Monate, ja. Und es läuft schon krass gut. Es läuft richtig gut, ja. Richtig stark. Und ich habe ja auch lange Zeit mit dem Thema Podcast geliebäugelt, ist erstmal wieder ein bisschen auf die lange Bank geschoben, aber ich kann mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen für euch ebenfalls sau interessant ist. Deswegen haben wir heute 3 Gründe vorbereitet, warum Podcasts gerade wieder so heiß sind und gerade wieder so einen zweiten Frühling erleben, würde ich mal sagen. Mhm.
Was würdet ihr sagen? Was ist so eine Sache, wo ihr sagt, so, hey, genau deswegen fahrt ihr auch so sehr auf das Podcasten ab? Also ich glaube, Punkt 1 ist, dass du Podcasts halt überall konsumieren kannst. Und zwar musst du nicht aktiv vorm Monitor sitzen, wie bei YouTube zum Beispiel, sondern du kannst es halt in der Bahn, im Gym, beim Joggen, überall mitnehmen. Und das macht es natürlich einfach so geil, weil du einfach nebenbei andere Tätigkeiten machen kannst. Du hast also keine leere Zeit mehr, sondern kannst sie immer sinnvoll nutzen. Du kannst halt quasi, ja, mehr Zeit mit deiner Zielgruppe verbringen, ne? Als wenn jetzt vor dem YouTube-Video setzt sich halt jetzt keiner jeden Tag irgendwie eine Stunde hin so. Und so kannst halt nebenbei dir deinen Content reinhauen. Genau. Was spricht für dich noch dazu? Wir haben tatsächlich auch mal einen YouTube-Channel gehabt. Warum haben wir den eigentlich nicht mehr, Sascha? Naja, weil wir gemerkt haben, das Ding ist immer, wenn du vor der Kamera bist, so wie jetzt auch, dann ist es halt immer so die Situation, dass du merkst, oh, okay, man muss irgendwie besonders aussehen oder man fühlt sich halt so unter Druck gesetzt. Und es ist halt für uns viel einfacher letztendlich, das Ganze ohne Bild zu machen, weil dann kannst du dich echt super krass entspannen und kannst halt einfach machen, was du willst. Es ist nur die Stimme da und das ist nicht so, das ist einfach nicht dieser Druck wie bei der Kamerasituation. Mhm. Habt ihr das wirklich gemerkt, dass er bei den YouTube-Videos so ein bisschen so eher so diese Verkrampftheit und das, dann im Podcast? Das Geile, unsere ersten YouTube-Videos, da standen wir auch. Hatten aber irgendwie, ist das noch online, ja, oder? Das ist noch online. Schaut es euch nicht an. Da hatten wir auch unser Stativ an so einem Baum, wie jetzt gerade auch, und standen da davor und, ja, okay, was sagen wir jetzt? Wie sehen wir gerade aus und so. Und das war erstmal ein komisches Gefühl. Natürlich hat man sich daran gewöhnt nach einer Zeit, aber am Anfang dachten wir, also da hat man schon so seinen Herzschlag gespürt und wir haben so gewirkt, als hätten wir so einen Stock im Arsch und das war schon sehr, sehr anders als jetzt beim Podcast, einfach Interview, Mikro und dann spricht man mit den Leuten, obwohl da war ich auch in den ersten 2-3 Interviews auch aufgeregt. Aber wahrscheinlich jetzt weniger wegen der ich produziere jetzt was, sondern eher mit wie schaffe ich es mit dem anderen, ein gutes Gespräch irgendwie zu produzieren, oder? Oder was würde die Ja, und ich glaube generell, wenn man Neues macht, muss man aus der Komfortzone gehen und ist einfach was Neues. Ja, und deswegen war das am Anfang erstmal ungewohnt. Mhm. Aber glaub, deutlich angenehmer, als wenn man jetzt die ganze Zeit vor der Kamera steht. Es gibt, glaube ich, auch irgendwelche Studien, wenn eine Kamera auf einen zeigt, dann verhalten sich Menschen direkt anders. Ja, du hast halt generell einfach eine geringere Hürde zu starten, auch vor allem von der Technik. So, du musst jetzt nicht erstmal irgendwie den fancy Schnittprogramm und dann lernen mit der Musik und wie das alles so funktioniert, sondern also du drückst halt auf Aufnahme und dann... Genau, du könntest im One-Take mit deinem Smartphone eigentlich schon alles aufnehmen, müsstest nicht schneiden, könntest es dann direkt hochladen und dann wäre dein Podcast quasi schon online. Ja? Okay. Das heißt, das ist echt... Also es ist natürlich wichtig, dass die Soundqualität einigermaßen stimmt. Ne? Sollte nicht so wie hier jetzt nicht gerade. Nicht so wie hier jetzt gerade. Genau, also das ist natürlich schon wichtig, weil die Leute dich auf dem Ohr haben. Aber die modernen Smartphones und so weiter haben ja auch schon so gute Mikros, dass du selbst mit dem iPhone quasi starten könntest oder mit einem anderen Handy. Ja. Und Punkt Nummer 3, und wir haben uns gerade schon darüber unterhalten, den fand ich sehr, sehr interessant, zum Thema Stimme und was die für einen Einfluss auf uns Menschen hat. Magst du das nochmal kurz raushauen? Ja, also die Stimme ist ja so das Erste, was wir wahrnehmen, wenn wir auf die Welt kommen. Ja? Wir kommen auf die Welt und das Erste, was wir hören, ist dann Mutti oder Papi, die dann sagen, ah, hallo. Und das heißt, wir haben direkt einen richtig krassen Draht auch zu der Stimme von jemandem. Und das kennen wir auch aus Hörspielen. Ja, wenn du ein Hörspiel hörst, dann wird deine Fantasie angeregt. Du hast nur diesen einen Sinneskanal, dieses Hören. Ja, und der Rest, den musst du dir dazu denken. Und Radio nutzt dieses Phänomen ja auch, ja, dass du die Leute nicht siehst. Und es geht halt ins Ohr und bleibt im Kopf. So ist zum Beispiel, ist ja auch ein Werbespruch von einem Radiovermarkter. Und es ist tatsächlich so. Selbst wenn du es passiv konsumierst im Auto, es bleibt immer drin. Es wird immer wahrgenommen und du nimmst es auf. Und deswegen hat man immer eine ganz besondere Beziehung zur Stimme, weil man halt nur diesen einen fokussierten Kanal, das ist das Hören. Ja. Klingt voll schlüssig. Ja. Jungs, danke fürs Mitmachen. Geil, ich freue mich drauf, wenn wir vielleicht in weiteren 2,5 Monaten so eine Update-Folge, wie starten wir jetzt konkret ins Podcasten rein. Heute sehr gern. Mundwässrig gemacht, da weiter reinzugehen. Und ja, haut gerne die Jungs an, wenn ihr mehr wissen wollt oder sowas. Die stehen bestimmt für Podcast-Tipps immer zur Verfügung. Auf jeden Fall, einfach anschreiben. Yep. Geil. Und weil wir natürlich immer krasse Fans des Overdeliverance sind, haben wir noch einen Bonustipp, den Sascha eigentlich gerade schon raushauen sollte, was aber verschwitzt hat. Genau, also wenn es dir ähnlich geht wie uns, ja, wir waren zum Beispiel auch erst YouTuber, aber wir waren einfach zu hässlich für YouTube, deswegen sind wir nicht durch die Gesichtskontrolle gekommen. Musst du unbedingt Podcaster werden, ja? Also, wenn du zu hässlich bist für YouTube, werd Podcaster. Ganz einfach, ganz einfach. Wir machen jetzt noch eine Podcast-Folge. Ich drücke auf Record. Oh mein Gott, das sieht so professionell aus. Moin Moin, das ist die 31. Folge des Digitale Nomaden-Podcasts. Ich bin hier live draußen an so einer Kirche mit Sascha und Robert Gladitz. Nach dem Content-Part ist vor dem Action-Part. Timo zeigt uns jetzt hier irgendwie so einen dreifachen Salto mit 7-facher Schraube oder sowas. Ja. Passt genau auf. Okay. 3, 2, 1, go. Die Fans toben! Ja, er hat's überlegt. Sascha, du hast ja voll den kleinen Kopf, oder muss man das verstellen? Ja, ich habe ja aber auch keine Haare. Stimmt. Kann man verstellen. Oh. Hinten ist eigentlich so ein Ding zum...
Und jetzt macht man das hier. Die Flammenschutzhaube, oder was willst du runterhauen? Flammenschutzhaube. Okay. Warte. Okay. Yeah. So, den müssen wir jetzt leider mitnehmen, sorry. Kein Problem. Der macht sich bestimmt auch gut beim Skateboard fahren. Das ist hier dann. Ist so aus wie so ein Imker. So, das Feuerwehrauto rückt jetzt zum Dienst. Kann man eigentlich bei euch mal mitkommen, ne, oder? In die Leitstelle? Ja. Das wird schwierig. Das wäre so witzig. Der Feuerwehrvlog. Sascha, ich muss dir leider deinen Helm klauen, ja? Okay, meiner. Ja. Das Meetup beginnt. Wir waren gerade schon mal drin und es ist noch niemand da. Und dabei sind wir komplett pünktlich. Was geht hier ab? Das wäre auch echt nicht zu erwarten gewesen, wenn wir in Hamburg wären und es würde nicht krass regnen. Schön. Aber es ist noch niemand da, wir sind die alle Einzigen. Wir machen unser eigenes Meetup hier. Naja, vielleicht werden es ja noch mehr. Das war's jetzt schon. Schade eigentlich. Aber der Bus wartet nicht. Ja, bitte schön. Dankeschön. Schönen Abend noch. Punkt 20:45. In 15 Minuten kommt der Bus. Alter, wir sind sowas von in Time. Sogar noch ein Abendessen gesichert. Läuft. Oh, Bus ist noch nicht da. Geil. Das war ja ultra pünktlich. War ein schöner Tag hier in Hamburg. Hat sich auf jeden Fall voll gelohnt, hier rüber zu fahren. Sau nice. Schönes Meetup. Hat mich richtig gefreut, mal wieder Sascha und Timo wiederzusehen. Ich hoffe, euch hat der Content weitergebracht. Schreibt mir mal einen Kommentar rein. Was haltet ihr vom Thema Podcast? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Habt ihr vielleicht sogar einen? Wenn ihr einen habt, hier gibt es jetzt die Möglichkeit, das Ding zu ridehooken. Packt den Link zu eurem Podcast unten rein. Schreibt ganz kurz einen Satz, worum es geht. Vielleicht findet sich da der ein oder andere, für den euer Thema ebenfalls interessant ist. Oder wenn ihr sagt, Podcast ist nichts für euch, gerne auch dazu eure Meinung reinhauen. Und ja, ich glaube, ich werde jetzt schlafen. Die letzte Nacht, die war echt kurz. Nochmal an dieser Stelle der Hinweis. Unten drin ist nochmal der Link mit allen Awesome People Regionalgruppen. Wenn ihr irgendwo seid und sagt, ich möchte coole Menschen kennen, wir haben jetzt schon überall Gruppen. Wir haben jetzt irgendwie Berlin, Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig, Köln, Düsseldorf, Bielefeld, Frankfurt, Mannheim, Stuttgart, München, Nürnberg, Wien. Wir haben alles, wir haben alles, wir haben alles am Start. Wahrscheinlich noch ein, zwei weitere Gruppen, die ich gerade vergessen habe. Geht in eure jeweilige Gruppe rein. Es gab schon so viele Meetups. In allen größeren Städten haben wir jetzt mittlerweile schon was am Start gehabt. Und ich werde auch im Sommer, wenn wir die APC-Tour machen, bei dem einen oder anderen, abgesehen von Berlin und Hamburg, auf jeden Fall vorbeischecken. Deswegen geht da rein. Wir sehen uns morgen, habt einen tollen Tag. Tschüss, ihr Lieben.